Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Was haben Bakterien zu tun für eine gute Lebensmittelqualität? Mit diesem Intro möchte ich gerne in diese Sendung steigen und Sie mit auf eine ganz spannende Reise nehmen, voller Faszination, und das garantiere ich Ihnen auch, denn ich habe heute wieder meinen Gast da, der sich in der Welt der Mikroben unfassbar gut auskennt, und die Mikroben sind letztendlich auch dafür verantwortlich, dass wir eine gute Nahrung kriegen. Bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen. Sie kennen sie ganz bestimmt schon, weil sie uns schon auf unzähligen Reisen mitgenommen hat und die Welt in eine ganz faszinierende Sichtweise uns darlegen konnte, nämlich die Frau Dr. Med. Anne-Katharina Csokri, da ist sie nämlich. Herzlich willkommen. Gerne, danke. Ja, jetzt bin ich mal wieder gespannt, wohin du uns heute wieder mitnimmst. Ja, du hast mich jetzt so mit den Mikroben anmoderiert. Ich habe mir gedacht, wir schauen mal auf Lebensmittelqualität. Da lässt sich sehr viel drüber sagen. Ja. Und zwar aus dem Grund, weil die Qualität der Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, ja maßgeblich bewirkt, wie mein Mikrobiom zusammengesetzt ist und in welcher Art es wirkt. Mhm. Und die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Mikrobiom und Krankheiten, die sind jetzt weltweit in vielen, vielen Studien gezeigt worden. Das ist jetzt heute wirklich kausal. Und da fragt man sich natürlich, was ist gute Ernährung? Ja. Ja, wenn man die Leute fragt, weil die haben ein Problem und wenden sich an jemanden, nee, ich ernähre mich aber gut. Ja. Was heißt denn gute Ernährung? Ernährung gibt es so viel, wie Menschen gibt. Deshalb finde ich immer wichtiger zu gucken, womit ernährt der Mensch sich? Weil das, was man isst, ist das eine, aber welche Qualität hat das, was man isst? Das ist sehr viel wichtiger zu wissen. Und in der Lebensmittelqualität gibt es ja die Betrachtungsweise, dass man aufs Stoffliche guckt, dass man sagt, eine Birne ist zusammengesetzt aus Kohlenhydrate und Fette und Eiweißen. Da gibt es jetzt so eine Ampeldeklaration auf den Lebensmittel, wie viel Fett und Zucker. Und das ist völliger Murks eigentlich, was da dargestellt wird. Das ist dann eine Cola Light ein Getränk mit viel Zusatzstoffen ist dann auf einmal wertvoller als irgendeine Pommes frites wären, die zu Hause mit biologischen Kartoffeln im Fett gebacken wären. Mhm. Also da wird der Blick auf die Lebensmittelqualität ein bisschen in Richtung gelenkt, die vom Wesentlichen wieder abweicht eigentlich. Deshalb finde ich es wichtig hinzuschauen, welche Qualität an Lebensmittel macht mich lebendig? Weil ein Lebensmittel soll ja Leben vermitteln. Es geht ja nicht nur um Nahrung, das wird oft so formuliert, als müsste man mit Energie versorgt werden, mit Wärme. Kalorien sind ja die Berechnung des Wärmehaushalts. Aber worum geht es denn eigentlich? Es geht darum, dass wir etwas in uns hineinnehmen, was uns als Mensch entfalten, kräftigen, insofern sollte, dass wir nicht zerfallen. Der Doktor mit Andres Bircher-Benner war mal da, der hat das gesagt, wir sollten Ordnungsstrukturen essen. Genau. Mit einem hohen Anteil an Bio-Photonen. Genau. Und dieses Ordnungsprinzip in der Ernährung geht auf Erwin Schrödinger zurück, 1932, Nobelpreisträger damals für Quantenphysik, der dieses Buch geschrieben hat, Was ist Leben, was man heute durchaus noch lesen kann, gibt es noch als Taschenbuch, und der dann gesagt hat, wir nehmen Ordnung zu uns, damit die Ordnung unseres Körpers nicht zerfällt. Das hat der Schrödinger geschrieben. Das kommt von Erwin Schrödinger. Ja, ja. Wie heißt das Buch? Was ist Leben? Cool. Erwin Schrödinger. Danke. Ja, da kommt das Ganze her, dieses Prinzip der Ordnung, dass wir Menschen auseinanderfallen, das tut ja der Leichnam, wenn er im Sarg liegt, dann zerfällt er, weil keine Ordnungsimpulse mehr zugefügt werden, dann zerfallen wir. Und wir zerfallen ja ab und zu schon in kleinen Teilen, wir werden dann krank, wir sagen, wir werden krank, aber das ist ja nichts anderes, als dass die Ordnung zerfällt. Auch bei einem Krebs, wo die Zellen machen, was sie wollen, ist die Ordnung nicht mehr vorhanden. Meine Gott, schon wieder was gelernt. Eieiei. Das heißt, je mehr Ordnung ich zu mir füge, desto gesünder sollte ich ja eigentlich sein. Deshalb ist es so wichtig, dass die Nahrung, die ich zu mir führe, super gut geordnet ist. Ja. Und deshalb ist nicht nur die Stoffqualität wichtig, sondern die Prozessqualität.
Das heißt, in welcher Ordnung ist dieses Lebensmittel entstanden, ist ein Qualitätskriterium, was mindestens so wichtig ist wie die stoffliche Zusammensetzung. Also stofflich wissen wir, alle Zusatzstoffe, alle Chemie im Essen schadet mal per se, weil es die Ordnung stört und der Körper arbeiten muss, um die Ordnung wiederherzustellen. Das brauchen wir nicht zu sagen. Ist das ja energieaufwendig? Das heißt, ich bin vielleicht noch, sogar noch erschöpfter als vorher, trotzdem Essen? Ja, oder zellerschöpfter. Ne? Und ich merke das vielleicht nicht unbedingt, aber viele Menschen haben ja nach dem Mittagessen so den Durchhänger und sagen, ich brauche jetzt einen Kaffee. Das ist, weil die Ordnung nicht aufgerichtet würde, sondern der Körper muss jetzt Impulse und Energie und Kraft aufwenden, um seine Ordnung zu erhalten, trotzdem er gegessen hat. Und deshalb, also wir könnten jetzt viel sagen über Konservierungsstoffe und Schmelzmittel und Ethylen und alles Mögliche, was so in Lebensmitteln heute drin ist. Oder die Mikrowelle, könnte man auch noch sagen. Das ist der nächste Schritt der Verarbeitung, das ist richtig. Also gut, was macht die Qualität aus? Die Herkunft aus dem Boden, die Art der Ernte und alles, was ein Lebensmittel bis dahin erlebt, bis ich es esse. Das sind alles Kriterien. Jetzt wollte ich mal gucken auf diese ursprüngliche Qualität der Entstehung eines Lebensmittels, weil da nämlich ganz wesentlich ist, dass wir verstehen, dass Lebensmittel nicht nur eine Zusammensetzung haben, sondern aus einem Prozess kommen. Du hast völlig recht, der Prozess bezieht sich auf alles, vom Samenkorn bis zum Moment, wo es auf dem Teller lag und in meinen Körper eingeführt wird. Also dieser gesamte Prozess. Und um zu verstehen, was das für Aspekte hat, habe ich jetzt mal ein Bild mitgebracht, was dich wahrscheinlich erstmal irritieren wird. Nein, ich war ja so begeistert, bitte. Ist das tatsächlich das, was ich denke, die Umlaufbahn der Venus, bis sie wieder am Ursprungspunkt zurück ist? Das ist die geozentrische Venusbahn. Das heißt, aus der Erde aus betrachtet die Sicht, wie die Venus ihre Schleifen am Himmel zieht. Und du da kannst habe erkennen, ich eine heilige geometrische Form. Genau. Die kenne ich doch. Das ist, genau. So, unfassbar. Woher kennst du die denn? Weißt du, ich hatte mal einen Herrn da von der Paracelsus-Institut und der hat mir drei Planeten gezeigt, die er einmal umkreisen ließ und am Schluss hatte ich das Pentagramm hier oben im Himmel. Dann hat er fünf Planeten genommen, kreisen lassen, bis sie zurück sind und ich hatte die Blume des Lebens. Das gibt's doch gar nicht. Das sind universelle, gesetzliche Strukturen, die hier oben sind, die haben hier unten eine Wirkung. Logisch. Ja, genau. Und jetzt habe ich einen Apfel mitgebracht, eine kleine Reiseportion, Reiseapfel. Und wenn du den Apfel jetzt mal nicht längs schneidest, sondern quer und guckst da drauf, was hast du dann? Weißt du nicht? Nein. Aber schade, dass wir kein, ich dachte, du kennst das. Schade, dass wir gerade kein Messer da haben. Dann hast du genau diesen Querschnitt. Aber was? Wenn du einen Apfel querschnitt, der Apfel hat ein Gehäuse. Ja. Dieses Gehäuse. Das sieht so aus. Das sieht genau so aus. Nein. Das hast du noch nie gemacht. Na, es wird Zeit, dass du mal Apfelkuchen backst. Ich habe ein Apfeltrauma. Ich musste immer Apfel essen, wenn ich Hunger hatte als Kind. Das ist sehr ordnend. Ah, ja, also, wirklich? Mach das mal. Schneid mal einen Apfel quer. Und dann habe ich kannst die du Venus. Den daneben, dann hast du die Venus. Und weißt dann du, hast du, das ist ja kein Zufall, dass der so wächst. Das ist es ja. Das ist die Ordnung, die kosmische Ordnung in dem Lebensmittel. Mein Gott, du bist meine Heldin. Also in dem Moment, wo ich einen Apfel esse, esse ich damit die kosmische Ordnung, die entstanden ist, als der Apfel gewachsen ist. Ja, das hat einen Grund, das ist nicht grundlos. Ja, und alles, was der Apfel erlebt hat, während er entstanden ist, von der Blüte, also eigentlich noch vorher, ist in dieser Form drin. Ich habe das noch nie gehört und ich bin mir sicher, das weiß fast niemand, was du heute uns da offenbarst. Ich werde den Apfel aufschneiden nachher, ja, klar. Ja, tut mir leid, ich hab kein Messer im Koffer gehabt. Also das hätten wir machen können. Aber das kann jetzt ja jeder zu Hause machen. Mhm. Also mal einfach einen Apfel querschneiden. Und dann gucken wir jetzt uns auf dem nächsten Bild mal an. Da habe ich nämlich diesen Fünf-Stern jetzt als Pentagramm. Das sind die Schleifen jetzt als Fünf-Stern und als Pentagramm. Und da sind die Winkel eingezeichnet. Und diese Winkel sind ja eingezeichnet an den Schnittstellen, wo die Strecken jetzt sich einander kreuzen. Und da gibt es immer eine lange Strecke und eine kurze Strecke. Ja. Und das lange Stück und das kurze Stück im Verhältnis zueinander ist im sogenannten goldenen Schnitt. Das ist immer das Teilstück, das kurze Stück das zum großen. Ja, kommt dann raus. Das kurze Stück zum, also von einer
strebe jetzt vom 5-Stern ist das kurze Stück im Verhältnis zum längeren Stück, so genauso wie das längere Stück zum Ganzen. Genau. Und jetzt verrate ich dir, dass der Mensch genau in diesen Proportionen gebaut ist. Wenn du zum Beispiel eine Hand nimmst und legst jetzt hier eine Waagerechte durch und machst dann die Winkel, dann hast du hier das Verhältnis zum goldenen Schnitt. Sehen wir zwei so zwei Drittel, ein Drittel. Hä? Ja, eben nicht. Ja, genau. 2:3. Ja. Lungenflügel, 2:3. Verhältnis, Fingerendglied zu Mittelgelenk, goldener Schnitt. Das zu dem goldener Schnitt, das zu dem goldener Schnitt. Das heißt, ich bin in einer Ordnung gebaut und ich esse diese Ordnung, die gewachsen ist unter dem Einfluss der kosmischen Ordnung. Merkst du was? Ja, ja. Wir sind völlig angeboten. Deshalb heißt es ja biologisch dynamische Landwirtschaft, weil man diese dynamischen Prozesse, das ist nicht statisch, das irritiert ja jetzt so ein Pentagramm, weil das so hingemalt ist. Es geht um dynamische Prozesse. Und dieser Prozess wird in der biologisch dynamischen Landwirtschaft mit berücksichtigt. Das heißt, die gucken, wie diese Anbindung zwischen dem Sternenverlauf und dem, was als Pflanze wächst und dem, was dann aus der Pflanze dem Mensch als Nahrung zur Verfügung steht, so durchgeführt werden kann, dass diese Nahrung mich als Mensch mit Ordnung versorgt. Damit ich ordentlich bin, damit ich das Gefühl habe, in Ordnung zu sein. Und jeder Mensch, der das Gefühl hat, in Ordnung zu sein, ist glücklich und gesund. Und wenn man nicht in Ordnung ist, dann ist man nicht so ganz glücklich und dann wird man auch ziemlich schnell krank. Und dann braucht man Ordnungsimpulse. Und diese Ordnungsimpulse können mit der Nahrung kommen, aber nur dann, wenn diese Nahrung im Einklang mit den Prozessen der kosmischen Ordnung gewachsen ist. Wenn ich jetzt irgendwie einen Apfel habe, der jetzt alles andere als jetzt irgendwie voll natürlich gewachsen ist und den in der Mitte anzuschneide, habe ich hier dann eine andere Form drin? Na, hoffentlich nicht. Also so schlimm wird es nicht werden. Aber da kommen natürlich jetzt Dinge rein, dass zwar diese Gestalt des Apfels vielleicht noch ordentlich ist, dass aber die Prozessqualität, die drin ist, die dann mit Methoden zu ermitteln ist, die wir dann in einer anderen Sendung nochmal anschauen können, dass diese Übersetzung quasi von der kosmischen Ordnung unterbrochen wird. Also es gibt Darstellungsmethoden, die wir dann anschauen können, die zeigen, dass das nicht transportiert wird, also auf einer feinen Ebene. Wir sind ja gewöhnt, Nahrung zu produzieren, sagen wir, die wächst ja eigentlich, ist ja nicht produzieren. Aber damit sie besser wächst, setzen wir Mittel ein, zum Beispiel Stickstoffdünger. Und ich glaube, guck mal gerade, was ich als nächstes Bild mitgebracht hatte. Ich glaube, das war die Vitamin C-Synthese. Das habe ich, man muss das nicht im Einzelnen verstehen, aber das ist zu mir wichtig, dass das, was wir als Vitamin C bezeichnen, die Ascorbinsäure ist, die rechts oben als chemische Struktur abgebildet ist. Das ist die Ascorbinsäure. Aber ich komme dorthin durch das von unten ganz nach oben. Hä? Wenn das in dem Apfel entsteht, dann ist es ein Prozess und dann sind alle Stufen dieses Prozesses, dieses Verwandlungsprozesses im Apfel auch drin. Ist ja wieder ein Wunder, hä? Ja, und alle diese Zwischenstufen, die da zu sehen sind, da ist ja Glucuronsäure dabei zum Beispiel, sind im Körper wirksam. Aber diese Zwischenstufen können nur dann entstehen, wenn sie nicht chemisch gestört sind oder wenn das Wachstum nicht gepusht ist, gewaltsam mit chemischen Substanzen oder zum Beispiel mit Mineraldüngern oder noch Pestizide, Insektizide und diese ganzen Dinge da drauf kommen, die diese Prozesse stören und eingreifen, sodass dann diese Zwischenstufen vielleicht nicht vorhanden sind. Das heißt, eine Apfelsine, die ich im Winter zu mir nehme, damit ich einen Vitamin-C-Auffrischung habe, hat nur dann wirklich Vitamin C. Vitamin ist ein Prozess und keine Substanz. Also es ist wichtig, dass wir wegkommen von diesem Substanzdenken. Dass Vitamin Ascorbinsäure sei, ist ein Missverständnis. Vitamin ist ein Prozess. Und diesen Prozess als Ganzes benötige ich, weil ich ein lebendiges Wesen bin und nicht eine Maschine, wo man Substanzen reingibt. Ja, das ist von dem ganzen Nahrungskonzept, dass durch Kalorien da Energie zugeführt wird und Mikronährstoffe und Nährstoffe Energie zuführen.
ein bisschen korrumpiert worden, dass wir lebendig sind und dynamisch sind und Prozesswesen sind und unsere Prozesse, unsere Lebensprozesse im Stoffwechsel, im Denken, auf allen Ebenen nur dann gut stattfinden können, wenn ich meine Ordnung durch Prozesse unterstütze. Das heißt, wenn dieses Vitamin C in der Apfelsine drin ist, und es gab eine Untersuchung, wo ein Mensch mal im Winter Apfelsinen auf den Vitamin C, also übliche Supermarktvitamine, auf den Vitamin C-Gehalt hin hat untersuchen lassen, und rate mal, wie viel da drin war. Und fast nichts, oder? Null. Hm. Vitamin C-Gehalt war null. Aber dann kann man 10 Apfelsinen essen. Warum passiert es? Weil diese Apfelsine einen künstlichen Prozess durchgemacht hat. Die wurde grün geerntet. Und dann gibt es ein Reifungsgas, Ethylen, was natürlicherweise dazu führt im Wachstum, dass zum Beispiel auch hier der Apfel abfällt. Das sind Ethylengase, die dieses feine Gewebe hier trennen. Dann fällt er ab. Aber natürlich, wenn ich jetzt ein Interesse habe, eine Ware weit zu transportieren, soll sie sich nicht verändern. Dann wird sie mit Kohlendioxid begast, damit das Ethylen sich nicht ausscheidet. Dann kommt es in Lager grün, dann wird angerufen, jetzt ist Schnee, alle Leute kaufen Apfelsinen, weil es kalt ist. Dann wird das mit Ethylen begast und ein künstlicher Reifungsprozess durchgeführt. Und dann sind diese Prozesse kaputt. Mhm. Dann habe ich zwar eine schöne orange Apfelsine, alle gleichzeitig in großen Mengen im Supermarkt liegen. Das ist für den Handel praktisch, aber für den Menschen nicht mehr das, was er braucht. Mhm. Also wir brauchen den Prozess. Ein Lebensmittel muss aus dem Prozess, aus einem gesunden Prozess kommen, was den Boden und den Bearbeitungsprozess im Boden anbelangt, die Behandlung der Pflanze, auch die Ernte und die Verarbeitung. Und jetzt sieht man auf dem nächsten Bild, was auch einem Buch über Lebensmittelqualität entnommen wurde, oben sieht man Rotkohlköpfe abgebildet der verschiedenen Handelsklassen. Rechts ist Handelsklasse 1, das ist die teuerste, die wird im Geschäft verkauft. Handelsklasse 2 auch, 3, 4, 5. Also 3 und 4 gibt dann noch Rotkohl für die Dose und links 5 ist meistens Schweinefutter. Wenn man jetzt analysiert, wie hoch der Vitamin-C-Gehalt pro 100 Gramm ist. Also man nimmt aus jedem dieser Kohlköpfe 100 Gramm raus und guckt, wer hat jetzt pro 100 Gramm den höchsten Vitamin-C-Anteil, dann sollten wir uns besser von Schweinefutter ernähren. Weil der kleinste Kohlkopf hat die höchste Prozessqualität. Das gibt's doch gar nicht. Ja? Ach Gott. Wir leben so ein bisschen in paradoxen Welten. Das rechts bezahlt man teuer. Aber im Grunde genommen bezahle ich da eine Masse, die mit einem synthetischen Dünger aufgepusht ist. Und dann heißt, wir müssen den Hunger der Welt stillen, indem wir viel düngen und sowas. Aber was für ein Hunger wird dann gestillt? Das ist eine Massenproduktion. Ja, da wird Masse produziert. Aber Masse macht mich nicht gesund, macht mich auch nicht satt. Ich werde mit Sicherheit von der gleichen Menge von dem linken Rotkohl, Handelsklasse 5 Schweinefutter, mit dem hohen Vitamin C halt, eine ganz andere Zufriedenheit nach einer Mahlzeit haben, ein ganz anderes Sättigungsgefühl haben, obwohl ich da weniger für bezahlt habe. Deshalb sind Waren im Bioladen manchmal kleiner als im Supermarkt und sind trotzdem für die Ernährung wertvoll. Ach, darum sind sie kleiner. Ja, jetzt habe ich auch das immer wieder gesehen. Ja. Jö, sind die klein und herzig. Ja, dann denkt man, so ein kleines Kohlrabichen, da muss ich so viel Geld, für einen kleinen Kohlrabi zahle ich mehr als für den dicken im Supermarkt, kaufe ich doch den dicken. Na gut, dann habe ich halt für weniger mehr bezahlt, wenn man jetzt die eigentliche Qualität anguckt. Und mir ist es wichtig, das jetzt auszusprechen, weil ich erlebe, dass im Moment durch die gestiegenen Energiekosten auf allen Ebenen und die Teuerungsrate, die jetzt so hochgaloppiert ist, Menschen überlegen, wo spare ich, und fangen an der Ernährung zu sparen. Mhm. Und Menschen, die im Bioladen eingekauft haben, sagen, jetzt kann ich mir nicht mehr leisten. Und ich möchte wirklich alle ermutigen, nicht bei sich und der Ernährung zu sparen, weil das kann sich keiner leisten, krank zu werden. Jetzt in der Zeit, in der wir leben, ist das Wichtigste, dass wir mit einer hohen Selbstfürsorge für uns selber eine hohe Qualität an Ordnungskräften uns zuführen. Das Leben zerrt an uns an allen Ecken und Enden. Die Unordnung überall überwiegt. Wir brauchen Ordnungskräfte, um uns zu ordnen. Und die kriegen wir mit ordentlich gewachsenen Lebensmitteln. Und gerade jetzt muss man Bio kaufen. Und zwar im Bioladen, wo wirklich das vom Biobauern kommt. Damit ich die Ordnung habe von einem Lebensmittel, was mir eine Ordnung zuführt und nicht nur Masse an Substanz, dass ich nach dem Essen das Gefühl habe, ich brauche noch Schokolade hinterher oder Chips oder Kaffee, weil ich eigentlich nicht wirklich mit allen Ebenen satt geworden bin. Ich esse ja nicht nur stofflich, ich esse ja auch mit meiner Seele, ich esse mit meinem Geist.
Ich brauche eine regionale Anbindung, brauche gute Mahlzeiten, aber ich brauche eine wirklich hohe Ordnungsqualität aus dem Prozess dessen, wie diese Pflanze geworden ist. Und das fängt mit dem Saatgut an. Kennst du die Zukunftsstiftung Landwirtschaft? Sagt dir das was? Da bin ich. Das ist aus Bochum eine Initiative, die seit vielen Jahren, Jahrzehnten, glaube ich, unterstützt, dass Saatgutforschung betrieben wird auf eine gute Prozessqualität von Lebensmitteln hin. Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Da kann man hinspenden, wenn man Geld sinnvoll irgendwo hinspenden möchte, wo es dann wirklich vielen Menschen zugutekommt. Die unterstützen Saatgutforschung, weil man weiß, dass mit dem Saatgut anfängt, mit dem Körnchen, was man in die Erde legt, welche Prozessqualität nachher bei Menschen ankommt. Und weil das Saatgut in den Händen ansonsten von wirklich großen Industrien ist, die dieses Interesse nicht vertreten, sondern andere vertreten, brauchen wir diesen Ausgleich, den diese Zukunftsstiftung Landwirtschaft gibt, indem sie Saatgutzüchter unterstützt mit den Spenden, die da eingehen, die wirklich eine Lebensqualität, Lebensmittelqualität für eine gute Lebensqualität produzieren. Ach toll. Ich möchte der Vollständigkeit halber jetzt aber nochmals das Nahrungsmittel anschauen und jetzt auch, weil sehr viele Menschen heute noch mit der Mikrowelle arbeiten, ja. Und wir das ja auch mal angeschaut haben, wie sieht denn ein Nahrungsmittel eigentlich noch aus nach der Mikrowelle, wo ich ja reintue mit schönen Ordnungsfeldern, ein Kinderbier-Müsli von irgendeiner großen Firma für mein Baby, wo wirklich eine schöne Energie drin hat und auch Ordnungsstrukturen, geht in die Mikrowelle, wie kommt es raus? Gelöscht. Ist nichts mehr da, keine ja, Ordnung. Ne? Die Substanz bleibt übrig, aber die Ordnung ist nicht mehr drin. Ja. Und wenn man jetzt definiert, dass Krankheit eines Menschen eigentlich eine Unordnung darstellt und ich esse jetzt auch noch Unordnung, dann wird die Unordnung auch nicht aufgeräumt, oder? Ja. Also ich müsste eigentlich Ordnung in deinen unordnen Körper bringen, damit hier aufgeräumt wird. Und dieses Bild finde ich so schön, weil das hier ist ja auch logisch. Ja, und das Mikrobiom ist ja der Übersetzer der Ordnung. Das Mikrobiom, diese Struktur, die uns durchdringt als Ordnungsstruktur, die lebendige, dynamische Mikrobenstruktur, übersetzt ja diese Lebensmittel in unsere Zellgesundheit. Mhm. Das heißt, die greifen diese Ordnung auf und übersetzen sie in die Zellordnung. Mhm. Also das Mikrobiom ist ein ganz wichtiger Überbrücker. Und das sind ja Erkenntnisse, die jetzt in vielen Studien schon nachgewiesen sind, dass eben das Mikrobiom geprägt wird durch die Art der Ernährung und dass die ganzen großen Mikrobiomkrankheiten, Adipositas, Diabetes, Fettleber und koronare Herzerkrankungen, wie sie alle heißen, damit zusammenhängen, dass wir eine industrialisierte Nahrung zu uns nehmen, eine hochprozessierte, in der Fabrik verarbeitete, von ihrem Ursprung weit entfernte Lebensmittel zu uns nehmen, Nahrungsmittel, das sind ja keine Lebensmittel, das ist ja nicht mehr lebendig. Stopfmittel, hab ich mal gesagt. Humanfuttermittel, hat Professor Popp das genannt. Ach, ja. Humanfuttermittel, das ist ja eine Verachtung gegenüber dem eigenen Körper, wenn man sich damit füttert, ja, das ist... Und dich dann ja auch abtrennt von der kosmischen Ordnung, die ich da eingangs gezeigt habe. Das habe ich gezeigt, damit man sieht, dass die Nahrung auch eine Brücke ist, uns anzubinden an die höchste Weisheit, die da ist. Unsere Altvordersten haben ja das ganze Wissen vom Kosmos abgelesen. Das war die Oberwelt, die Sternenbilder, die ganzen alten Mythen, die Bhagavad Gita, das Gilgamesch-Epos, die handeln ja alle von dem Lauf der Sterne, die dann in Bildern da oben abgelesen wurde und die übersetzt wurden auf die Erde. Bei uns ist, glaube ich, im kollektiven Unbewussten seit der Inquisition so eine Blockade drin, ja, weil die Menschen, die damals diese Bezüge kannten, die wurden halt auf dem Scheiterhaufen verbrannt und alle anderen mussten zugucken und hatten Angst, auch verbrannt zu werden. Das ist so eingraviert ins kollektive Unbewusste, dass da geradezu auch Widerstände sind und dass man sich darüber lustig macht und es ablehnt, Zusammenhänge zwischen Kosmos und Leben zu fühlen. Ja, das ist eine kollektive Traumatisierung, die historisch stattgefunden hat. Ich glaube, die findet schon gerade wieder statt, habe ich so manchmal das Gefühl. Ja, die wird aufgefrischt. Hexenverbrennungen und so weiter. Also wir sind nahe dran, wieder ins gleiche Fahrwasser zu kommen. Aber diese kosmische Struktur, und da glaube ich auch, wenn wir ganz tief ins Mikrobiom, nicht nur ins Mikrobiom, in die Erde reinschauen, in eine Pflanze reinschauen, in die kleinsten Strukturen, werden überall die gleichen geometrischen Formen immer wieder finden. Ja, jede Rose hat ihre Blätter angeordnet im goldenen Schnitt und
Es ist ja so, wir wünschen uns diese Ordnung. Ja, wir gehen ja hin und beurteilen beim Synchronspringen ja, dass das schön ordentlich ist. Warum gucken wir uns sowas, warum gucken wir uns Choreografien auf der Bühne, Showtanze an? Weil so schön ordentlich ist, alle gleichzeitig. Man guckt ja eigentlich nicht so gerne hin, wenn Chaos ist, weil wir so eine Sehnsucht nach Ordnung haben. Man könnte ja beim Synchronspringen sagen, zwei springen vom Turm und Goldmedaille kriegt der am unordentlichsten ist. Machen wir aber nicht. Ja. Wir bewerten also Schönheit, ja. Schönheit, Ordnung und das, was uns selber... Das ist der Da Vinci, oder? Ja, und was uns selber dieses gute Gefühl gibt, an die kosmische Ordnung angeschlossen zu werden durch das, was wir erleben. Das ist den meisten Menschen ja nicht bewusst. Das war mir auch lange nicht bewusst. Aber Tatsache ist, dass wir uns glücklich und im Einklang fühlen, wenn wir diese innere Ordnung, die wir haben mit dem goldenen Schnitt, der ist ja nur ein Ausdruck davon. Wir sind ja auch Musik, wir sind Klang. Wenn das, was wir sind, im Einklang ist mit dem, was uns da vom großen Universum präsentiert wird. Ich weiß jetzt, warum wir diese Sendung in zwei Sendungen aufteilen. Ich hätte nämlich nicht gedacht, wohin die Reise geht jetzt gerade mit dieser ersten Sendung, dass du sie auf diese Ordnungsstrukturen hinführst. Ich dachte vielmehr über Mikrobiom zu reden oder über Mikrobenwelt. Aber das war jetzt so faszinierend, was du uns da berichtet hast und so logisch und sollte uns alle dazu animieren, wirklich Lebensmittel zu uns zu nehmen, die genau noch diese Strukturen, diese Energie beinhaltet und uns das einfach auch wert zu sein, diese Energien zuzuführen. Über dieses Thema hast du kein Buch geschrieben, oder? Also ich habe gemeint, ich hätte alle gelesen von dir, aber... Ich weiß noch mehr, als du denkst. Ich denke, du bist ein Riesenschatz. Ja, ich bin ja auch eigentlich Vortragsrednerin und meine Passion ist, Vorträge zu halten, mit den Menschen Kontakt zu haben, das direkt von Mensch zu Mensch zu vermitteln. Auch über dieses Thema machst du Vorträge? Das waren überhaupt meine ersten Vorträge. Habe ich über Lebensmittelqualität gehalten, Dutzende vor im letzten Jahrhundert, Ende des letzten Jahrhunderts. Also ich kann nur animieren dazu, dass man sich wirklich aktiv bei dir melden sollte. Hoffentlich hast du Ressourcen genug. Wenn sich die Menschen bei dir melden, sagen, ich organisiere einen Vortrag, das muss die Welt erfahren. Und wenn man das dann noch kombiniert, diesen Teil der Ordnungslebensmittelqualität hin zu dem, was wir jetzt als gleich als Sendung noch produzieren, dann ist das einfach etwas, was jedem Mensch dienlich ist für seine Gesundheitserhaltung und seine Verbindung zum Leben. Und Wiederherstellung. Jeder, der krank ist, hat ja irgendwo die Verbindung verloren. Und um das wiederherzustellen, hilft es mir mit einem Lebensmittel, diese Anbindung an den Kosmos ganz praktisch zu erleben. Es gibt ja Ebenen im Körper, die uns nicht so bewusst sind und die dann aber trotzdem stattfinden. Mhm. Und das Mikrobiom ist der Übersetzer. Die Mikroben brauchen diese Impulse, damit sie auch in ihrer Ordnung wirken können. Das zahnt ja alles ineinander. Bevor wir jetzt raufgehen und den Apfel abschneiden und ich mir das noch anschaue, noch die letzte Frage, diese ganze faszinierende Welt der Mikroben, wo wir ja schon unzählige Sendungen gemacht haben, da möchte ich einfach dich auch nochmals fragen, wenn der Zuschauer auch sich mit dieser Welt auseinandersetzen möchte, wo ich ja eigentlich nur sagen kann, das ist die Basis, eigentlich die Grundmedizin, die Basismedizin, wenn das nicht gesund ist, kann nicht gesund sein, dass wir auch die Demut vor der Entstehung der Schöpfung wieder ein bisschen mehr verstehen und in uns einnehmen können. Gibt es da eine Homepage, wo man sich einfach mal so ein bisschen über die verschiedenen Ebenen der Mikroben, wo die überall sind, ein bisschen einlesen kann? Also ich habe natürlich das meiste in meinen Büchern geschrieben. Die Bücher sind zu finden auf meiner Website www.darmbakterien-buch.de. Mhm. Da findet man auch ein Inhaltsverzeichnis zu jedem Buch, habe ich rausgenommen, damit man sich so einen Eindruck machen kann. Da ist ein kurzer Trailer, wenn man sich nicht sicher ist. Ich meine, man kann natürlich alle 5 Bücher lesen, die habe ich ja nicht umsonst verschieden geschrieben. Mhm. Und wenn man das Buch dann kaufen möchte, dann lade ich herzlich dazu ein, das auf dem Portal autorenwelt.de zu bestellen, weil ich dann als Autorin pro Buch ein paar Prozent mehr bekomme als sonst. Der Link ist auf meiner Website auch drauf zu finden, weil viele Menschen möchten ja gleich bestellen und die großen Global Players muss man nicht unbedingt unterstützen, da habe ich nichts von. Und wir Autoren bekommen... Das stimmt schon, du kriegst 50 Cent noch für ein Buch über den Großhandel. Hä? 5% vom Nettoeinkaufspreis. Und dieses Portal autorenwelt.de, finde ich, sind sehr großzügig. Die haben sich gegründet, um Autoren daran zu unterstützen, dass sie dann das Doppelte geben. Mhm. Das sind dann, ja, die Proportionen stimmen aus Sicht einer Autorin natürlich nicht so ganz, aber das ist
so strukturiert in der Verlagswelt. Ich finde es noch beschämend, ehrlich gesagt, dass die ganze Marge eines Werkes, wo so viel Leidenschaft und Recherche und Informationen drinsteht, es ist unzählig. Ich weiß, ich habe 4 Bücher schon veröffentlicht und weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, hinter einem Buch. Und dass man dann wirklich noch lediglich einen Euro kriegt für ein Buch als Schöpfer des Werks. 52 Cent. 52 Cent, ja. Ich kann es kaum fassen. Ja. Also zum Geld verdienen schreibt man keine Bücher. Nein, das habe ich auch herausgefunden. Ja, Bücher schreibt man aus Liebe zu den Mikroben. Ich rede ja auch lieber. Also ich habe lieber einen Saal voll Menschen vor mir, wenn ich dann die Augen leuchten sehe, dann das Miteinander dann wirklich praktiziert werden kann. Und natürlich. Bin dann immer so dankbar, wenn die Menschen rausgehen und sagen, boah, ich habe das umgesetzt und ich bin gesund geworden. Mhm. Ja. Mhm. Und ich wünsche mir sehr, dass diese Möglichkeit der Vorträge und Seminare wieder kommt. Das muss auch kommen, weil diese 1-zu-1-Information, wo ich ja natürlich als privilegierter Mensch habe, hat mir viel gebracht. Also alle meine Kinder, meine ganze Familie nimmt zu sich diese Bakterienstämme. Wir harmonisieren den Raum auch hier im Studio. Immer wieder spreien wir Bakterien. Wir versuchen viel mehr im Einklang mit denen zu sein. Desinfektionsmittel von hier und da machen wir überhaupt nichts, sondern dann bringen wir Ordnungsstrukturen auf die Haut mit EM. Also wir haben das alles umgesetzt. Also was ich mir merken konnte in dieser Vielzahl von Sendungen. Also, liebe Anne-Katharina Jocke, ich glaube, du bist eine Schatztruhe, die wir öffnen und einen nach dem anderen herausziehen. Danke ganz herzlich für dein Wirken, deine Forschungen und dass du sie uns alle so zur Verfügung schenkst. Gerne. Alles Gute. Danke. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, wir konnten Sie auch wieder verblüffen über diese ganzen Ordnungsvielfalt, wie im Großen, im Makro, wie im Mikrokosmos. Dass diese Zusammenhänge natürlich eine Wirkung haben. Auf uns ist ja irgendwo durch auch völlig logisch. Und wenn wir mehr darauf achten, dann tun wir auch etwas für uns, insbesondere dann, wenn wir vielleicht die Gesundheitsstruktur, die Ordnungsstruktur gerade nicht haben, umso wichtiger dann Ordnung dem Körper beizufügen, sodass diese Unordnung aufgeräumt werden kann, wenn ich bei diesen Wortklaubereien bleiben möchte. Alles Gute, bis zu einem anderen Mal und auf Wiedersehen miteinander.